Also Stepptanz ist eine kuriose Sache. Es ist natürlich klingender Tanz. Das heißt, die musikalische Äußerung und die tänzerische Äußerung sind nicht voneinander zu trennen. Aber anders als zum Beispiel beim Flamenco ist die Ästhetik ganz frei. Man hat also nicht direkt einen bestimmten Look vor Augen, sondern es gibt sozusagen ein gewisses Handwerkszeug, mit dem man halt, oder Fußwerkszeug, wenn man so möchte. Und dann muss man sich eigentlich seine eigene Ästhetik schaffen. Genau wie beim Jazz auch ist es eben so, dass man eigentlich versucht, seine eigene Stimme zu finden und seinen eigenen Stil zu entwickeln oder freizulegen, um dann da mit alten Traditionen, mit den alten Schritten seine eigenen neuen Wege zu gehen. Und das ist echt eine schöne Freiheit. Insofern kann man nicht präzise sagen, nach meinem Verständnis, was zum Stepptanz dazugehört und was nicht, sondern das ist an den Rändern offen und ausgefranst und das ist Teil des Zaubers. Meine eigentliche Leidenschaft ist die Improvisation. Und da gehört unter anderem natürlich dazu, dass man im Moment gestaltet und nichts als den Moment erlebt. Und das ist natürlich ein großes Vergnügen. Ich kann gar nicht so genau beschreiben, was das jetzt mit mir anstellt. Also ich bin davon jetzt schon durchdrungen irgendwie. Manchmal kriege ich es aus meinem Kopf gar nicht raus und ärgere mich schon, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss doch mal aufhören zu tanzen im Kopf. Der Zustand des Improvisierens ist schon was Besonderes, weil man total, alle Antennen sind auf Empfang, ja, und man hat, aber das ist nichts Anstrengendes, das ist eigentlich schön, ja, man wird eigentlich erreicht von diesen ganzen Eindrücken und Einflüssen und die tanzen dann mit allen. Also es ist jetzt viel mehr als nur das Tanzen im engeren Sinne, es ist eigentlich jetzt, es füllt ein Leben aus. Ich bin ja ganz bewusst nach Leipzig gezogen. Zu den Vorteilen Leipzigs gehört für mich, dass ich hier Platz habe, dass ich mir hier eine schöne Wohnung leisten kann, dass ich hier mein eigenes Tanzstudio unterhalten kann. Zu den Vorteilen Leipzigs gehört, dass es hier eine lebendige und wache Musikszene gibt. Es gibt eine hervorragende Jazzabteilung an der Hochschule. Das ist für mich natürlich von großer Bedeutung, weil ich gute Jazzmusiker brauche. Es gibt jetzt nicht so eine lebendige Tanzszene in den Bereichen, die mich speziell interessieren. Ja, es gibt zum Beispiel natürlich überhaupt keinen Stepptanz hier eigentlich. Da bin ich allein auf weiter Flur, was schade ist. Ein Vorteil von Leipzig ist auch, dass man hier, dass ich das Gefühl habe, wenn ich was bewegen möchte, wenn ich die Ärmel hochkrempel und anpacke, dann kann ich auch was machen, dann komme ich auch an die Strukturen ran, um was bewegen zu können. Am Anfang habe ich mich sehr schwer getan mit der Entscheidung, Stepptänzer zu werden, weil ich eigentlich aus einem behüteten Haus komme und wie für viele Eltern war natürlich auch für meine Eltern die Vorstellung, dass der Sohn jetzt irgendwie so ein windiger Künstler wird, ziemlich furchterregend und die haben schon einiges investiert an Kräften, um mich auf den rechten Pfad zurückzubringen. Also ich habe ja mal 2 Wochen Jura studiert und einige Teile meiner Familie hätten es bestimmt gerne gesehen, ich wäre Jurist geworden oder irgendwas Ordentliches.